Gute Onur, 2:1 Niederlage gegen Hoffenheim. Woran hat es gelegen? Ich denke, wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Hoffenheim hat einen besseren Start gehabt. Machen dann dementsprechend das 1:0 und relativ schnell dann das zweite nach. Ich denke, wir haben dann schnell den Anschlusstreffer noch bekommen vor der Halbzeit. Und ja, man muss dann sagen, die Aktion mit Kass, das wirft einen dann schon zurück. Ich denke, das war klar, klarer Elfmeter. Und nichtsdestotrotz haben wir uns viel für die zweite Halbzeit vorgenommen. Leider hat es dann nicht sein sollen, aufgrund auch der roten Karte wurde es dann immer schwieriger. Ja, haben nochmal alles in die Waagschale gelegt, aber hat dann nicht mehr gerecht. Ja, jetzt wollen wir mal auf dich schauen. Am Mittwoch erst gespielt im Hessenpokal, jetzt am Wochenende ging es wieder gegen Hoffenheim, wie schon gesagt. Und jetzt am kommenden Wochenende spielt ihr wieder. Was macht das mit einem? Wie fühlst du dich körperlich? Und sehnt man sich vielleicht schon in der Winterpause dabei? Nein, ich muss sagen, ich freue mich auf die Spiele. Ich konnte ja erstmal nicht so viel spielen, auch aufgrund einer kleinen Verletzung. Ich freue mich auf jedes Spiel, was kommt und bin heiß auf die kommenden Spiele. Ja genau, du sagst es, die kommenden Spiele. Was nimmst du dir denn vor für den Rest der Saison, beziehungsweise allgemein jetzt speziell die nächsten Spiele? Weiter alles zu geben, 100% auf dem Platz, gemeinsam mit der Mannschaft und die bestmögliche Ausbeute zu holen. Ja, gute Noel, 2:1 Niederlage gegen Hoffenheim. Was lief falsch? Ja, war ein schwieriges Spiel für uns, besonders in der ersten Halbzeit haben wir irgendwie keinen wirklichen Druck auf den Gegner bekommen, hatten nicht wirklich Zugriff und waren im eigenen Ballbesitz einfach zu ideenlos. Es hat sich in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen gebessert, aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir halt mit dem Ball nicht wirklich was anzufangen wussten, beziehungsweise uns keine oder nicht allzu viele zwingende Torchancen erarbeiten konnten. Ja, jetzt muss man ja sagen, im Spiel gab es den einen oder anderen Vorfall. Kass Peters musste ins Krankenhaus aufgrund einer Platzwunde. Außerdem gab es noch eine Gelb-Rot für Jake Hurst. Was macht das denn mit einem, wenn man so auf dem Spielfeld das mitbekommt, merkt, der eine muss ausgewechselt werden, verletzt, der andere muss jetzt runter, das heißt, man spielt nur noch zu 10? Ja, es war ziemlich viel los. Vielleicht hat der Schiri da auch ein bisschen was dazu beigetragen, sage ich mal. Aber ich glaube, jeder Fußballer hat es schon mal erlebt, in Unterzahl zu spielen oder eine Auswechslung mit einer schweren Verletzung, wobei es im Kass, glaube ich, wieder relativ gut geht. Ich denke, wir haben es ganz gut gemacht. Wir haben alles reingehauen in der zweiten Halbzeit, haben in Unterzahl gefightet, was auch nicht leicht war nach den letzten Wochen oder nach der letzten englischen Woche auch. Haben es ganz gut gemacht, aber natürlich war dann schon nach der gelb-roten Karte, war uns allen klar, dass es dann schon noch ein hartes Stück Arbeit wird, wenn wir noch was mitnehmen wollen. Leider hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Ja, jetzt gab es ja zuletzt 2 Niederlagen. Was nimmt ihr euch denn jetzt fürs nächste Spiel vor? Ich denke, ihr wollt wieder punkten. Auf jeden Fall, ja. Also wir spielen gegen den Tabellenletzten. Ich glaube, da müssen wir was mitnehmen. Da müssen wir eigentlich auch die 3 Punkte auswärts einfahren. Ich denke, wenn wir einfach weiter hart arbeiten, alles reinhauen, dann werden wir auch irgendwann für den Effort belohnt werden. Und bin da sehr zuversichtlich. Dabei auf jeden Fall viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Danke. Gute Tim, 2:1 Niederlage heim gegen Hoffenheim. Woran hat es gelegen? Was ist schiefgelaufen? Und vielleicht direkt die Anschlussfrage: Hat denn vielleicht auch die Schiedsrichterleistung was mit dem Endergebnis zu tun? Ja, ich glaube, dass wir etwas Startschwierigkeiten hatten, ins Spiel reinzukommen. Wir hatten eigentlich 2 große Knackpunkte in unserem Spiel. Das eine ist, dass wir innerhalb von 2 Minuten 2 Gegentreffer kassieren. Das darf halt einfach nicht sein, dass wir so schnell auf das 1-0, das 2-0 direkt kassieren, wo wir einfach mit den Köpfen noch nicht wieder da waren. Das geht dann einfach zu schnell und dann auch zu einfach, muss man ganz ehrlich sagen, wie das Tor auch entsteht. Das zweite ist dann sicherlich der Platzverweis vom Jake, der natürlich dann extrem wehtut, wenn du knapp 30 Minuten lang mit einem Mann weniger dann nochmal versuchst anzurennen. Dann wird es natürlich extrem schwer. Ich denke, dass wir es trotzdem dann ordentlich gemacht haben. Auch mit einem Mann weniger haben wir versucht, weiterhin mutig hoch den Gegner anzulaufen. Hatten jetzt nicht wirklich zwingende Chancen, haben aber auch im Gegenzug nicht viel zugelassen. Ich glaube, wir haben das Spiel bis zum Abpfiff offen gelassen oder offen gestaltet, haben uns dann aber auch einfach nicht mehr belohnen können. Zweite Frage wegen der Schiedsrichterleistung. Ich denke, dass wir jetzt sowohl in Worms als auch jetzt hier zu Hause sicherlich da nicht das nötige Glück auf unserer Seite vielleicht hatten.
Ich denke, dass da die ein oder andere strittige Szene, selbst auch Kleinigkeiten, tendenziell eher gegen uns entschieden worden sind. Ich denke, es ist dann so ein bisschen die Vielzahl der Aktionen, die dann, sage ich mal, dir das ganze Leben noch ein bisschen schwieriger machen. Ob es jetzt spielentscheidend war, ist relativ, aber die gelb-rote Karte hat schon sehr weh getan, ja. Ja, jetzt hast du die eine Personalie ja schon angesprochen. Jake Hurst wird im nächsten Spiel dank der Gelb-Rot-Sperre fehlen. Cass Peters ist fraglich, oder? Da die Frage an dich, wie kompensiert man denn die beiden Spieler, beziehungsweise kann Cass Peters nächste Woche schon wieder spielen? Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das beim Cass entwickelt. Ich bin da aktuell recht optimistisch gestimmt, aber es ist schwierig jetzt abzuschätzen. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, müssen wir mal sehen. Ansonsten, wie wir es kompensieren, ich meine, wir haben zwar jetzt nicht eine riesen Breite im Kader von der Spieleranzahl an sich, wir haben aber eine extrem hohe Qualitätsdichte. Dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen, dass wir da auch qualitativ richtig gut nachladen können und dann eine sehr, sehr, sehr gute Aufstellung auch gegen Koblenz an den Tag bringen können. Auch wenn neben Jake Hurst ja noch Azuak mit der fünften Gelben noch dazu ausfällt. Aber wir werden das kompensieren können und sicherlich einen guten Auftritt hinlegen. Ja, jetzt hast du ihn ja schon angesprochen, den nächsten Gegner. Am Samstag geht es in Koblenz gegen Koblenz. Der letzte Platz aktuell in der Liga. Man ist also vermeintlich der Favorit. Auf was kommt es denn an und wie wird man gegen diese Mannschaft spielen? Ja, Koblenz hat ja jetzt erstmal heute noch ein extrem wichtiges Spiel in Walldorf. Nur mal gucken, was sie dort fabrizieren werden. Ansonsten ist Koblenz in den letzten Jahren, hat uns nicht so gut gelegen. Es ist extrem schwer, gerade auswärts in Koblenz zu bestehen. Wir lassen uns davon im Tabellenstand auch gar nicht irritieren. Also null, das hat keinerlei Einfluss auf uns. Wir wissen, was auf uns zukommen wird. Es wird ein extrem kampfbetontes Spiel, in dem wir das Zepter des Handels in die Hand nehmen müssen, uns eine Vielzahl an guten Möglichkeiten auch erarbeiten müssen und dann auch unsere Torchancen nutzen müssen, die wir uns dann auch erspielen. Im Gegenzug dürfen wir gegen den Ball nicht viel zulassen und müssen einen sehr fleißigen, sehr konzentrierten, fokussierten Auftritt hinlegen, um dann dort auch was mitnehmen zu können. Dann auf jeden Fall viel Erfolg bei der Umsetzung und vielen Dank fürs Gespräch. Danke.